Südafrika-Urlaub beginnt. Wir sind gestern in Johannesburg gelandet. Der Flug war problemlos. Wir waren pünktlich da. Mietwagenentgegennahme war auch problemlos. Der Mietwagen ist in einem sehr guten Zustand. Anders als die Straßen. Hier gibt es manchmal irrsinnig tiefe Schlaglöcher. Ja, von Johannesburg sind wir weitergefahren nach Belfast, wo wir unsere erste Übernachtung hatten. Jacko in einer kleinen grünen Oase, sehr nett, sehr gepflegt, und heute hat er ein riesiges englisches Schriftstück gezaubert. Jetzt sind wir auf dem Weg Richtung Panorama-Hotel. Und sind total gespannt, was uns dort erwartet. Es ist ziemlich bergig hier und wir sind erstaunlich hoch, also ungefähr die Ebene hier liegt bei 2000 Meter. So, jetzt haben wir einen kleinen Zwischenstopp an den Pinnacles gemacht. Das sind so kleine Felsformationen. So, wir sind im Park vom Light River Canyon und machen jetzt eine schöne Wanderung. Wir sind hier komplett außerhalb der Saison. Das ist klasse. Keine Sau zu sehen. Wir sind hier gerade beim Abstieg wirklich komplett allein unterwegs. Hätte ich nicht gedacht. Wir haben zwei Leute am Outlook gesehen. Die waren aber schon weit weg. Und ansonsten sind wir hier total alleine. Ich hoffe, es bleibt auch so. Und es gesellen sich nicht noch wilde Tiere zu uns. Oh. Leckere Burger. So, jetzt sind wir noch auf dem letzten Pfiff zu den Potholes. Sehr schön hier.